Hallo und herzlich willkommen hier auf Nurelda.de. Das ist wieder so ein Video, in dem wir euch das Niveau von Abi-Aufgaben näher bringen wollen und euch eigentlich auch die Angst nehmen wollen von diesen Aufgaben, denn die sehen schlimmer aus, als sie eigentlich sind. Es geht hier um die grafische Funktionsverständnisse. Also wir haben hier einen Graph einer Funktion. Wir wollen diese Funktion f', also wir haben die Ableitung skizziert und man will von uns die Funktion f. Wir sollen also eine Stammfunktion hier im Prinzip aufstellen. Und wir sollen zuvor außerdem die Monotonie, die Extremstellen und die Wendestellen treffen. Das hilft uns natürlich nachher beim Skizzieren gewaltig. Und wenn ich mir die Aufgabe gebaut hätte, skizziere die Funktion mit f von 0 gleich 2, dann hätten wir diese Punkte eigentlich für uns intern abarbeiten können, um dann Vorteile zu haben beim Skizzieren. Also überlegen wir uns das mal, Monotonie. Monotonie heißt nichts anderes, als ist die Ableitung positiv oder ist die Ableitung negativ. Wenn die Ableitung positiv ist, also größer als 0, dann ist die Funktion monoton steigend. Das heißt, alles hier links von der 3, da steigt unsere Funktion f monoton. Rechts von der 3, immer negativ, da fällt sie monoton. Passt auf, wenn ihr den Begriff streckmonoton nehmen wollt, da darf es nicht 0 sein, dann müssen wir also den Punkt ausnehmen und den Punkt. Den Punkt 0 und x gleich 3, die müssen wir rausnehmen, diese Stellen. Extremstellen. Was sind Extremstellen? Was bedeutet das für die Ableitung? Naja, die Ableitung muss bei Extremstellen immer 0 Stellen haben mit Vorzeichenwechsel. In unserem Fall haben wir hier einen Vorzeichenwechsel bei 3. Das heißt, wir haben bei x gleich 3, haben wir auf jeden Fall einen Extrempunkt. Jetzt sagt er, Achtung, da ist auch eine Nullstelle bei 0, 0 bei unserer Funktion f'. Warum ist nicht bei 0 ein Extrempunkt? Nun, wenn die Nullstelle eine sogenannte doppelte oder vierfache Nullstelle ist, das heißt, sie berührt die x-Achse nur, dann haben wir nicht einen Extrempunkt, sondern wir haben da eigentlich einen Sattelpunkt. So, schauen wir weiter. Also, wir haben den Extrempunkt festgelegt. Wendestellen. Nun, Wendestellen sind da, wo die Funktion f', also die Ableitung der Funktion, an sich Extrempunkte hat, also Tiefpunkte oder Hochpunkte. Deswegen habe ich gesagt, hier ist ein Sattelpunkt, haben wir auch schon festgestellt. Also bei x gleich 0 und bei x gleich 2 haben wir Extremstellen der Ableitung, also Wendepunkte 1 und 2 von f. Mit diesen ganzen Informationen können wir uns nun an die Aufgabe des Skizzieren machen. Wir wissen, dass wir starten sollen mit f von 0 ist 2. Würde das da nicht stehen, dürften wir überall anfangen, denn eine Stammfunktion und um eine Konstante verschieben, das ist kein Problem, weil beim Ableiten fällt die Konstante weg. Das werden wir jetzt alles hier irgendwie in y-Richtung verschieben dürfen. Was wissen wir nun? Wir wissen, die Funktion steigt. Sie steigt und steigt und steigt. Wir haben bei Punkt 2 einen Wendepunkt. Danach steigen wir wieder weniger. Und bei 3 haben wir einen Extrempunkt. Also wissen wir, hier irgendwo haben wir einen Extrempunkt. Und bei 2 haben wir einen Wendepunkt. Wir steigen zuerst, werden immer steiler und dann werden wir immer flacher. Das heißt, wir werden steiler. Und bei 2 wird man irgendwann flacher. So, danach wissen wir, wir haben eine negative Steigung, somit fällt die Funktion ab. Und wir haben auch den Extrempunkt. Und hier haben wir unseren schönen Wendepunkt und ich habe ihn da drüben als Wendepunkt 2 betitelt. Jetzt haben wir gesagt, hier muss die Steigung 0 sein, also es ist so ein Sattelpunkt. Hier steigt 0. Davor ist aber auch positiv, das heißt, wir haben wirklich einen Sattelpunkt. Unsere Funktion fällt auch nach links hin einfach ab. Nun, wir haben das Ding grob skizziert. Es ist wichtig, dass ihr, also hier Wendepunkt 1, also Sattelpunkt, dass ihr diese wichtigen Punkte markant drin habt, dass es korrekt auch wirklich sieht, was ihr da gemacht habt. Und wenn ihr das so extra aufgeschrieben habt, das ist es umso besser. Nun, das war so eine grafische Aufgabe. Schaut auf unsere Homepage vorbei, da sind weitere Aufgaben zum grafischen Funktionsverständnis zu finden und bleibt uns gewogen.